Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die letzte Mission der Russwirt-Kampagne steht an. Tesla statt, dann wollen wir gleich beginnen. Ah, mal wieder keine Bäume. Obwohl im Hintergrund sieht man welche. Nach der Erfindung der Automaschinen. Tausende von Arbeitern haben sie in diesen Fabriken gebaut, während Tesla und seine Ingenieure neue entwarfen. Und jetzt eine Geisterstadt. Weil ein alter Mann seinen Kunden nicht geben wollte, wonach sie verlangten. Mehr Tötungsmaschinen. Tesla hat den geklaut und trotzdem Waffen gebaut. Stell dir vor, welche Waffen Tesla hätte erschaffen können. Will ich gar nicht. Krieg in Wochen gewonnen. Könige und Kaiser hätten vor ihm gekniet. Wenn er Angst vor seiner Macht hat, nehmen wir sie ihm gerne ab. Und seine Stadt. Man muss nicht immer die Welt beherrschen. Hinter den Toren. Aber da gibt's ein Problem. 20 Schritt vorwärts! Worauf wartest du? Opfern wir den jetzt einfach? Wir können doch nicht einfach mich ausschalten. Da hockt ja ein Typ drin. Wir haben einfach einen unserer Männer kaputt gemacht. So ein Arsch. Sollte dich als Verbündeten ausweisen. Geh rein und zerstöre die Energiequellen der Tesla-Spule. Da bin ich mal gespannt. Ich bin froh, dass ich mein Leben riskieren darf. Da geht's lang. Tja. Rücke vor. Tja, ich denke, der Transponder funktioniert. Glück gehabt. Mach sie kaputt. Können wir nicht einfach direkt auf Zubov schießen? Und dann als Verbündeter wirklich hier hingehen? Ich weiß, wo ich hin muss. Ihr wollt es mir nicht leicht machen, oder Jungs? Versucht zu euch weiter, ihr Raketenwerfer! Was sind denn das überhaupt für Leute? Sehe ich gerade auch nicht. Ich muss los. Die sind schon so gut wie tot. So, da ist noch eine Stromversorgung. Dann gehen wir mal los. Hau ihm in die Fresse. So geht's natürlich auch. So, die Stromversorgung schalten wir dann einfach aus. Tja, ist halt dämlich, wenn man die Stromversorgung dann nicht unterirdisch macht. So ist es natürlich ein leichtes Ziel. Na, dadurch haben wir auch eine Chance. Ah, haben wir schon gewonnen. Das war's. Das Ding hat keinen Saft mehr. Also gut. Du da. 20 Schritt da lang. Na also. Baut dort drüben eine. Ich hätte meinen Befehl verweigert, glaube ich. Wenn sie die Stromversorgung reparieren, sind wir erledigt. Victor, du musst die Türme deaktivieren. Sobald das Gebiet sicher ist, besetzen wir es und wehren die Angriffe ab. Das klingt doch gut. Na also, das gefällt mir schon besser. Dreht mal Zubov in die Eier. So. Wieso ist die Spule denn noch an? Bau abgeschlossen. Was für ein Bau ist denn abgeschlossen? Habe ich überhaupt einen Pionier? Oh, kann eine Kaserne bauen. Oh, warum nicht? Wie rotiere ich? So nicht. Na gut. Was immer Russwirt benötigt. Dann wollen wir mal langsam vorrücken. Hier ist eine Eisenmine. Machen Sie Meldung. Schauen wir mal, ob wir die einnehmen können. Das gibt viel zu tun. Natürlich gibt's viel zu tun. Müssen Tesla seine Eisenvorräte kaputt machen. Schön einnehmen. Ja, ihr macht eine Werkstatt. Der Bau wird nicht lange dauern. Ich sehe sie hier drüben. Was geht's? Angriff am besten. Ja, natürlich ist es wichtig. Angriff. Wir brauchen die Eisenmine.
Hä, du bist besiegt? Wie bist du besiegt? Ah, verstehe ich jetzt nicht. Attacke! Wie ist Yannick so schnell draufgegangen? Ach, komm schon, Zuwurf. Mach ihn einfach fertig. Komm schon. Mach irgendwas. Komm. Die niederfallenden Hauswände hätten die schon ausschalten sollen. So, Yannick ist wieder da. Oh, ihr nehmt die Eisenmine ein. Wir können loslegen. Oh, ihr baut einen Bunker. Ihr baut einen Bunker, wo ich keine Ahnung habe, wie man den rotiert. Das sieht doch richtig aus. Baut es solide, Rebiata. Jetzt sind die Schussrichtungen zumindest richtig. Na gut. Du bleibst schön hier. Werkstatt gleich mal aufrüsten. Und die Kaserne auch. Ja, neue Aufträge. Leg da mal Minen hin. Lassen Sie mich raten. Ist eine schöne Überraschung dann. So, die wird abgegradet. Die wird eingenommen. Unsere Befestigung ist bereit. Ja, wunderbar. Anweisungen? Wir haben die Mine. Sehr gut. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wachdienst. Im Moment noch kein neuer Auftrag für euch. Pioniere hier. Jo, ihr dürft nochmal eine Mine legen. Die werden ihren Vorstoß bereuen. Ja, das hoffe ich. So, Wachposten muss natürlich auch bald abgegradet werden. Auf der Suche nach Panzereinheiten? Was liegt diesmal an? Wir brauchen aber erstmal mehr Ressourcen. Zugang zu erweiterten russvietischen Ressourcen. Gebäudeupgrade abgeschlossen. Oh, das ist ja schön. So. Anweisungen? Ja, keine Ahnung. Ihr macht noch eine Mine. Ich muss verrückt sein. Sie kommen von unten. Macht euch bereit! Von unten? Also von links. Mehrere Gegner gesichtet. Oh. Weg hier, Zuboff. Zurück zum anderen Trupp. Hui. Versucht, unsere Mine einzunehmen. Ich glaube nicht, dass sie versuchen, die Mine einzunehmen. Ah, die versuchen, die Mine einzunehmen. Was muss getan werden? Ja, ihr müsst angreifen. Hopp, hopp. Was gibt's Neues? Zuboff, mach die platt. Eisenmine verloren. Ja, ich merk's. Ich bin nicht glücklich darüber. Ich kann helfen. Komm schon. Slugger, was sind das denn für Geschütztürme mit Beinen? Oh, da kommen noch viel mehr. Na, das hat sich zumindest gelohnt. Komm schon, Kettenblitz. Und das sieht natürlich auch nach einem geilen Teil aus. Der Kurva. Das eine wäre ja eine polnische Beleidigung gewesen. So, komm. Ah, was soll's? Du nimmst die Eisenmine wieder ein. Komm schon, mach ihn platt. Ich glaube, er ist in die Knie gegangen. Oder? Was macht er denn jetzt? War das ein Schutzmechanismus? Keine Ahnung, warum er aufgehört. Nein, weg hier. Weg hier. Na also. Angriff! Angriff! Ja, dann dient mir hier mal ein bisschen auf Abstand. Attacke! Hä, ist er tot? Ich würde sagen, es ist wichtig. Wieso greifst du den nicht mehr an?
Was ist falsch mit dem Kollegen? Der steht hier nur noch so rum. Ja, wird schon klappen irgendwie. So, was brauchen wir? Ja, am besten was anderes. So, die Ingenieure sammeln wir mal hier. Die bringen mir gar nicht so viel. Hier mal zwei Sturmtruppen. Und Sturmtruppen meine ich, die treffen nämlich auch kaum was. Alles entwickelt sich so, wie es sein muss. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann helfen. Na gut, zumindest die Eisenmine haben wir jetzt mal. Dann wollen wir mal hier das Öl noch einnehmen. Schönes Öl. Und wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Eisen. Komm schon. Ich muss weiter. Ja, natürlich müssen wir weiter. Mehrere Bedrohungen hier. Nein. Wir lassen Taten sprechen. Angriff. Sehr gut. Einer ist noch. Eine Bedrohung lebt noch. Ja, haben sie aber nicht. Jetzt können wir die Ölpumpe einnehmen. So. Wen schickt man denn auf Eisensuche? Haben wir diesmal einen Plan? Wir haben immer einen Plan. So. Kaserne, ihr nehmt hier mal auch nochmal so eine Einheit mit. So eine Spaßtruppe. Klappt das mit dem Einnehmen irgendwie? Das ist doch schön. Da ist noch eine Eisenmine, die braucht man natürlich dringender. Ihr habt die Pumpe eingenommen. Du bist nicht alleine. Du hast einen Mech, der dir hilft. So, kommt schon. Ist es wichtig? Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. Ja, bestimmt. So, einmal Ingenieurtrupp, der Zuwurf heilt. Ja, das ist schön, dass du kampfbereit bist, aber wir müssen hier erstmal was einnehmen. Das sehe ich auch so. Gut, dass wir uns zumindest da einig sind. Ja, ich hätte gern Panzereinheiten. Aber ihr lasst mich ja keine bauen. Nichts und niemand kommt an uns vorbei. Na gut. Du wirst repariert, du wirst eingenommen. Die Ölpumpe dann als nächstes und dann hier die Tesla-Spule. Flammenwerfer bereit, das höre ich doch gern. Was muss getan werden? Ihr haltet euch mal schön zurück hier. Brauchen Sie einen Trupp? Was soll Ihre Gegner gesichtet? Oh, Gegner. Da kommen sie ja. Raketenwerfer. Ja, das ist immer so schön effektiv. Ah, gutes Bombardement. Wie heißt denn diese Einheit hier? Kolokol. Okay. Davon brauchen wir vielleicht ein paar mehr, sobald wir die machen können. Na gut, ich habe keinen Plan im Moment. Feinde! So soll es ja auch sein. Ja, mach deinen Kettenblitz aber von näher, bitte. Du sollst sie auch treffen. Sehr schön. Versteh dann immer noch nicht, wie du am Anfang so leicht draufgegangen bist. Mehrere Gegner gesichtet. Lassen Sie mich raten. Oh nee. Shit. Ich dachte, wir wären weit genug weg. Alter. Zubot schafft das bestimmt. Das schafft er bestimmt. Oh. Ja, macht einen guten Job. Das sind aber mal Einheiten. Oh, das macht ihr ganz gut. Alle ausgeschalten. Schön reparieren. Und hier truppen wir mal nach. Ah, da sind die Kolokols. So, du hast sie eingenommen, da bin ich dir ganz dankbar. Was ist das denn hier? Viele. Achso, ich dachte, ich bin eine Infanterieeinheit.
Okay, konnten wir unsere eigene Einheit da nochmal zerstören? Vielleicht, weil im Multiplayer-Match dann, keine Ahnung, die keine Ressourcen überlassen? Weiß ich nicht. Ich würde irgendwie sowas, mit irgendwie sowas rechnen. So, wir machen das kaputt. Schön kaputt machen. Wer braucht Hilfe? Nö, ihr kommt klar. Komm schon. Und die andere noch. Ist der Mech diesmal draufgegangen? Nein, ihr sollt doch nicht im verbotenen Bereich stehen. Alles muss man mikromanagen. Gut, die Tesla-Spule schalten wir auch noch aus. So sieht's doch gut aus. Und wir können hier einfach links dann weitergehen. Wir müssen gar nicht alle Spulen ausschalten. Sehe jetzt nicht ein, warum wir das sollten, wenn wir eh so vorankommen. So, wir ziehen uns mal zurück zu Zuboff. Der lässt sich noch einmal kurz manikühren und pediküren. Was sollen wir uns ansehen? Nagern. Panzerung ist durchschlagen, der Mech, der schnelle Salven auf seine Gegner feuert. Ja. Das ist doch gut. Das probieren wir gleich weiter. Ja, ja, euer Auftrag ist hier hinzugehen und zu heilen. Und der andere Trupp kann Yannick heilen. Wir können alles reparieren. Oh, das ist doch gut. Fangt mit Yannick an. So, hier geht's zurück. Ah, die Teile. Das ist ja praktisch. Ich würde sagen, dann gehen wir mal los. Ja, die sehen bereit aus. Ich fühle mich bereit. Ah, die nicht. Nein, meine Ölpumpe. Brauche ich doch noch, um Öl zu pumpen. So. Was muss getan werden? Ihr habt genug getan. Yannick ist wieder ganz. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Ja, das können wir nicht zulassen. Attacke! Alter, wie schnell sind die denn? Ich mache das immer total langsam. Zuboff, durchs Haus! Durchs Haus! Boah, normalerweise stürzt es davor ein. Oh, da sind wieder diese Dinger. Wieder diese Dinger. Das ist dein Standardspruch, Yannick. Mehr Gegner. Mehr Gegner. Okay, das sieht doch gut aus. Ich kann helfen. Du kannst helfen, dann nimmst du das Öl aber wieder zurück ein. Bevor hier noch was... Wieso sind das denn jetzt so wenig Einheiten? Ich dachte, ich hätte deutlich mehr produziert. Hm. Noch so ein Kolokol. Wer steht unter Beschuss? Achso, Zuboff. Das ist in Ordnung. Attacke! Ah, sehr schön. Immer sehr befriedigend, so ein ganzes Rudel auf einmal auszuschalten. Auszuschalten. Mensch, ich bin ja wieder ein bisschen verschnupft. Was ist da denn los? Wer wird besser? So, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann... Mist. Attacke. Nimm sie erstmal ein, bevor du zurückschießt. Erstmal einnehmen, die können eh nix. Okay, das sind Zivilistensoldaten, die Tesla verteidigen. Dann tut's mir fast leid, was ich als nächstes tue. Kettenblitz. Sehr gut. Gefährliche Waffen hier. Natürlich ist es wichtig. So, Einheiten sind da. Dann wollen wir mal weiter. Yannick, du gehst voran. Natürlich geht's hier lang. Was hast du erwartet?
Na komm schon. Lauf! Vielleicht hätten wir den nochmal reparieren sollen. Sehr schön. Oh, da ist noch einer, der motiviert ist. Weg von der Mine. Komm schon. Ihr werdet beschossen. Ihr seid doch so viele. Tut was dagegen. Komm schon. Feuer doch einfach auf ihn. So gut ist die Deckung nicht. Wir stehen uns nicht mehr im Weg. Mal sehen. Gut zu wissen. Ja, das macht ihr ganz gut. So, ich kann neue Mechs produzieren. Ghoulay Gorod, der interessiert mich auch schon eine Weile. Wer ist in Schwierigkeiten? Die sind in Schwierigkeiten. Die müssen noch ein bisschen warten. Komm schon, Yannick, nimm sie erst ein. Oh, die kämpfen aber mit harten Mitteln. Na gut, dann greif zuerst an. Na also. Oh, eiserner Riese-Achievement bekommen. Guck mal, ihr habt Raketen und ich hab Raketen. Meine war effektiver. Die reparieren. Nein, nein, nein. Ja, dass ihr in Schwierigkeiten steckt, das glaube ich. Die können doch keinen Generator hier. Wo denn? Ah, ist egal. Vorwärts. Oh, das ist ein cooles Teil. Das ist ja ein Zubuff. Gut, der bleibt da hinten zum Schützen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, hier ist ein Generator. Weg hier, weg hier, weg hier. Wieso geht ihr hier lang? Oh, muss das sein, dass ihr wieder den falschen Weg geht? So. Dann geht dahin und stoppt die Stromversorgung. Hab ich noch was zum Reparieren hier? Natürlich nicht. Verschwindet da, ich kümmere mich drum. Fuck. Fuck, die ganzen Einheiten sind tot. Oh nee, die Spule voll übersehen. Ja, das sieht nicht gut aus. Irgendwo mittendrin hab ich's versaut. Komm schon. Die Generatoren hier dürfen sie auf keinen Fall reparieren. So ein Wachposten. Ihr seid wieder fit, ihr repariert den. So. So viel kann uns gar nicht passieren. Lassen Sie mich raten. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Richtig geraten. Du schaltest jetzt erstmal das da aus. Ja, ihr bleibt mal da. Wir haben eine Eisenmine verloren. Fuck. Nein. Mensch, die sind echt überall. Ist gar nicht so schlecht, die Mission. Machst du kaputt? Ja, noch ein bisschen. Komm, bevor du down gehst. Komm schon. Ja. Und jetzt können die Mechs vorrücken. Beziehungsweise. Hä? Na, lieber die. Oh, die wollen hier wieder was reparieren. Das mag ich aber nicht. Mehrere Gegner gesichtet. Sehr gut. Oh, Yannick geht's nicht gut. Komm her. So, ihr wurdet besiegt, das ist scheiße. Oh, wie kriege ich denn jetzt Einheiten da wieder hin? Yannick ist außer Gefecht? Boah,
Und von hinten auch noch. Jetzt triff erstmal die von vorne. Ja, von den von hinten meinetwegen auch. Der ist nicht tot gegangen. Ja, Kolokol macht es nochmal, aber besser. So, wir müssen Yannick zurückholen. Gibt es etwas zu berichten? Held wird zurückgeholt. Ja, holt die mal zurück. Kann nicht schaden. Das sind ganz viele. Komm, mach zuerst die fertig. Das wird nichts. Der Kolokol geht gleich drauf. Ja, treff an die Rückenpanzerung und zwar vom guten Zeug. Komm schon, zwei sind's noch. Ja, das war's für den. Alter, sind da wieder viele. Feindliche Einheit entdeckt. Ja. Brauchen Sie einen Trupp? Man hat die... Man kriegt den Eindruck, dass die Feinde hier sind. Repariert mal den Mech, bitte. An die Arbeit. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Ja, das kriegen sie, glaube ich, auch hin. Was sollen wir uns ansehen? Was gibt's? So, dann gehen wir eben mit zwei, drei Jungs vor. So, wir brauchen noch ein bisschen Einheiten, würde ich sagen. Ja, mal gewinnt man Minen, mal verliert man Minen. So, die gehen dann am besten zusammen. Haben wir zwar keine Verteidigung mehr, aber das soll trotzdem passen. So, die kommen noch mit drauf. Und die auch, und dann zieh mal los. Das soll doch nicht so schwierig sein. Da kommen auch wieder Feinde. Das ist schön. Ihr habt gleich was zu tun, Jungs. Meldet sich bereits zum Fronteinsatz. Neue Anweisung auf der Suche nach Panzereinheiten. Lassen Sie mich raten. Attacke. Sie natürlich müssen wir die loswerden. Sie reparieren einen Generator. Ja, das können wir nicht zulassen. Zusammen werden wir sie bekommen. So. Das sieht jetzt gut aus. Weiter mit uns, Jungs. So, die Eisenmine haben wir zumindest noch. Und die hier holen wir auch zurück. Attacke! Oh, wieso geht die Infanterie denn als erstes davor? Da muss man doch Mechs schicken. Na egal, es hat irgendwie geklappt. Vielleicht sollte ich noch Sunnis. Ja. Sunnis hinterher schicken. Wunderschön macht ihr das. So, Eisenmine wird eingenommen. Ihr repariert Zubov. Der steht immer unter Kreuzfeuer. Und der stirbt hoffentlich erst am Ende der Episode. Aktuell brauche ich den ja noch. So, die Eisenmine ist auf jeden Fall viel wichtiger als das Öl. So. Na, wird Zeit loszuziehen. Komm schon. Mehr Eisen ist gutes Eisen. Es gibt viel zu tun. Ich seh's. So. Ist hier was repariert worden? Ja. Dann bleibt ihr hier und Yannick macht nochmal den Generator platt. Hä, 0 von 5? Nicht mal der erste ist zerstört? Doch, deaktivierte Stromversorgung. Na gut, ich dachte gerade schon. Yannick! Leg die Beine in die Hand. Machen Sie Meldung. Wieso sind das wieder so wenig? So, dahin. Ja, das schafft ihr hoffentlich. Komm schon, schalt sie aus. Sehr gut. Und diesmal mach's bitte unwiederstörbar kaputt. Unwiederherstellbar kaputt. Unwiderstörbar ist aber auch ein schönes Wort. Unwiederherstellbar. So. Jetzt machst du die platt. Ja, das will ich doch hoffen. So, und wie kommen wir da geschickt rüber? Gar nicht.
Doch Zuboff kann hier rüberfliegen. Der andere Typ nicht. Gut. Wir werden uns verlagern, nachdem wir die Sanitäter geholt haben. Bereit für die Arbeit. Wo immer mehrere Ziele. Gut. Dann versammeln wir uns hier. Und jetzt bitte geht alle in die richtige Richtung. Das sieht doch schon ganz okay aus. Dann können wir die Eisenmine hier wieder schnabulieren und hier hinten natürlich ein Mech nachmachen. Nur zur Verteidigung, versteht sich. Ist gar nicht so schlecht, wenn man da so ein Viech hinten drin stehen hat. Nochmal als Zusatzschutz. So. Wie geht's euch? Und da sind meine Sanitäter. Schön heilen. Attacke! Komm schon, Kettenblitz! Ja! Du hältst die Stellung. So. Das ist gut. Und wir sanitieren hier alle wieder hoch. Wo seid ihr denn? Heilt! Heilt die Leute! Könnt ihr gerade nicht, also. Na gut. Zuboff fliegt einmal hierher. Nein, geh doch nicht woanders hin. Schön auf die Brücke gehen. Boah, ist das nervig mit den Engpässen. Hui. So, ihr kommt auf jeden Fall auch mit. Mehrere Gegner gesichtet. Gut. Der ist eine Verteidigungsstation dann hier hinten. Haben wir diesmal einen Plan? So, der Plan ist, draufhauen und nicht sterben. Eine weitere Mission? Yannick, was machst du denn? Yannick backt in der Eisenmine. Jetzt nicht mehr. Attacke! Nein! Nicht so weit! Oh, fuck, das wäre beinahe schief gegangen. So, du ruhst dich da aus und ihr hilft ihm. Komm schon. Weg mit dem. So. Ich mach dann den Weg wieder frei. Vielleicht sollte ich Einheiten nachproduzieren. Und welche denn? Ja. Soldaten im Exoskelett. Das klingt doch gut. Ja, heil die. Komm schon. Einmal gut. Zweimal gut. Mensch, die haben fast unbegrenzte Truppen. So wirkt es zumindest. Weicht der Granatentor aus! Sie reparieren einen Generator! Was? Wo? Das finde ich aber nicht gut, da unten wieder. Ha, na gut. Erstmal macht man die Stromversorgung hier platt. Komm schon! Ja, und jetzt Rückzug. Du musst repariert werden. Du musst doch repariert werden. Muss irgendwas vernichtet werden? Ja, die Feinde. So. Ist das schon euer Bestes? Infanterievortrupp hier. Anweisungen? Sanitäter, könnt ihr die heilen? Sehr schön. Haben wir diesmal einen Plan? Was gibt's Neues? Der Plan ist anzugreifen. Geben Sie mir was zu tun. Sie reparieren einen Generator. Ja, ja. Feindliche Einheit entdeckt. Ja, ja, die und ihr Generator reparieren. So, repariert bitte Yannick. Ganz schnell. Komm schon. Ja, das ist nicht gut. Komm, Yannick, wie lange brauchst du denn noch? Einer unserer Mechs wurde zerstört. Sie reparieren einen Generator. Wo wurde der Mech denn zerstört? Hier unten. Wie das? Vielleicht doch eine Spule da unten? Ach, die ist repariert.
Ja, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir alle weiter. Fuck, ey. Na gut, auf geht's. Shit, die Stromversorgung steht da. Komm schon, machst du kaputt? Sonst geht's uns allen an den Kragen. Komm schon, Zubov. Haut rauf! Das geht hier auf Zeit. Ja, 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 ich sehe den Haufen. Ich sehe doch den Haufen. Boah. Wieso sind da denn so viele? Ja, ich krieg's mit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Boah, da ist das Tor. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Und Yannick geht down. Yannick geht down. Fuck, ey. Wieso sind das denn so viele knackige Burschen? Ja, wir können langsam vorrücken, denke ich mal. Reparieren einen Generator. Fuck, ey. Ein Held ist außer Gefecht. Und der zweite Held ist außer Gefecht. Ach Mann, wir sind beinahe durchgedrungen. Mehrere Gegner gesichtet. Ja. Feindliche Einheit entdeckt. Ja. Der Feind hat es auf unser Öl abgesehen. Ja. Das Problem liegt irgendwo überall. Oh, wieso kugelt der sich wieder so ein? Er muss doch nicht sein. Wir wissen, was zu tun ist. Lasst uns freiwillig neue Anweisungen rein. So, wo ist Yannick denn hin? Lassen Sie mich raten. Ich muss weiter. Du musst erstmal hier bleiben. Mein Junge, dich braucht man. Sowas nehmen wir denn, so ein MG. Wir rücken mit dem MG vor. Wir machen das schön taktisch. Wir haben so viel zivilistische, so viel Infanterie als Gegner, das wird sich nur anbieten. Will jemand wetten, wie lange der neue Kommandant durchhält? Oh, das bringt ja gar nichts. Der hat sich einmal verschlossen und öffnet sich auch nicht mehr. Aber das hätte nicht sein müssen, dass die hier irgendwas reparieren. Was sollen wir uns ansehen? Flammenwerfer, der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Ja. Was gibt's? Hab davon gehört. Vortrupp antreten. Im Laufen. Wartungstrupp hier. Ja, der Wartungstrupp ist da, um zu warten. Warum denn auch sonst? Die Arbeit geht gut voran. Ja gut, nehmen sie die Mine halt auch ein. Jetzt marschieren wir aber durch. So gut es eben geht. So. Kurz was trinken. Kann beim Reden nur helfen. Also nicht, wenn man es gleichzeitig versucht. Okay. Also einfach stationär hat sich dazu entschieden, nichts mehr zu machen. Oh. Da kommen Gegner. Komm schon, mach sie platt. Mach sie platt. Wir sichern das Gebiet. Es gibt viel zu tun. Rücke vor. Ja, er rückt am besten alle vor. So, hier hin. Hier in der Mitte wird gesammelt. So, und hier macht man natürlich noch einen Pioniertrupp. Alles, was wir brauchen, ist ein Befehl. Oh je. Oh je. Wusste nicht, dass hier schon wieder so viele stehen. Oh, doch keine Mine. Granate, meine ich. Komm schon.
So, sehr gut. Nicht sehr gut. Ah doch, das sind noch unsere. Komm schon. Feindlicher Verband entdeckt. Was gibt's zu tun? Was immer notwendig ist. Mit der richtigen Ausrüstung kriegen wir alles hin. So. Wir werden hier beschossen. Ihr nehmt die Eisenmine. Der Rest greift an. Yannick, selbst du musst angreifen. Sehr gut. So, dann nehmen wir mal wieder die Stromversorgung von dem Gegner in Sicht. Ach, da oben. Diesmal haben wir ja eine Kanone. Sehr hilfreich. Davon hätte ich ja noch eine. Ja, das MG lohnt sich gegen diese Frühsoldaten. So, Yannick, wir müssen da unten hin. Schwerer Maschinengewehr-Top hier. Ja, und ihr verlagert euch nach da, ihr nach da. Ausreichend Brennstoff für den Einsatz. Ja, nach da. Kann ich dir sagen, du gehst hier hin. Oh. Attacke. Attacke. Gut, das MG hilft dagegen auch ein bisschen. Das ist in Ordnung. Oh! Ich brauche wieder Sunnies. Komm schon, Zubov muss auch zurück. Bester Mann! Ja, ich wünschte, ich hätte... Oh, nee. Nee. Komm schon. Ja, alle hier müssen vernichtet werden. Och, da kommen schon wieder. Ich glaube, ich muss Einheiten hier stationieren, sonst bringt das nichts. Ich erledige das. Versucht euer Glück. Kann ich nicht einfach mich da platzieren? Guckt euch an, wie sehr wir hier auf den Sack bekommen. Alter, das sind ja endlose Gegnerwellen. Hui! Schieß doch besser! Sehr gut. Okay, wir sammeln uns hier. Das hat so keinen Wert. Yannick, bleib mal bei... Ja, du machst die kaputt und bleibst dann auch mal da. So, wir müssen das irgendwie... Zubov zurückholen. Flammenwerfer-Einheiten hol mal und die sollen schützen. Ja, ja, ja. Ihr seid alle so lediert, das ist richtig scheiße. Und Yannick backt da in der Ecke. Jetzt aber. So, Stromversorgung deaktiviert. Yannick, stationier mal da. Doch, ihr schaltet die aus. Lauf doch nicht auf die zu. Ah, gut, dann lauft auf die zu. Mir doch egal. Ah, und mein MG ist kaputt. Scheiße. Ist doch alles scheiße hier. Ich habe keine wirklichen guten Anweisungen für euch. Außer sterbt nicht. So, ihr kommt hier hin. Ihr müsst ja irgendwie hochheilen. Ihr kommt mit. Oh nee. Masse fertig. Versucht, unsere Mine einzunehmen. Ja, ich bin nicht überrascht. Lass den Feind doch die arme Mine haben. Mensch, wieso hat er so viel... So, ihr heilt hoch. Ihr heilt hoch. Ihr heilt hoch.
Wir machen so schnell es mit den Tanks geht. Ja, ja, ja. So, dann kommt ihr mal schön mit. Machen Sie Meldung. Ist das schon euer Bestes? So, wir gehen jetzt zu Yannick. Ich werde mir vor Ort. Ja, hier rüber. Vorsicht. Geschoss unterwegs. Ja. Kampfbereit. Wir sehen hier viele Gegner. Musketische Flammenwerfer hier. Sie reparieren einen Generator. Vortrupp unter Beschuss. Flammenwerfertrupp hört! Grillt die Schweine! Ja, macht sie halt platt. Komm schon! Komm, das funktioniert! Das funktioniert! Wieso werden wir beschossen? Komm schon! Arg viel ist von denen nicht übrig! Komm, mach doch einfach hin. So viel Infanterie. Vortrupp unter Beschuss. Ja, ja. Komm, alle auf einmal. Ihr werdet ja wieder ausgeschaltet. Wir sehen hier viele Gegner, die haben es auf uns abgesehen. Ja, sag bloß. So, dann bitte sammelt euch doch. Alter, ich hasse endlose Gegnermengen. Deswegen würde ich niemals wirklich gegen Russland kämpfen wollen. Ja, kommt schon. Sunnys habe ich natürlich nicht, warum auch. Da ist eine Stromversorgung. So, Yannick, lass mal erstmal hochheilen. Wir können alles reparieren. Das hat er sich doch verdient. Zuboff bleibt da. Feinde kommen, ist das nicht furchtbar? So bereit, wie wir sein. Die Bastarde schießen! Ja, grillt sie doch. Alle unsere Einheiten hat den Veteranen. Ah, wenigstens wird Yannick hochgeheilt. Das freut mich. Bester Mann. Ich erledige das. Sehr gut. Erwidert das Feuer. Komm schon. Hier macht man, glaub ich, noch einen fetten Typen nach. So. Die ist deaktiviert und die bleibt hoffentlich auch deaktiviert. So. Jetzt reparieren wir Zuboff wieder. Und die unten reparieren das wieder. Ich glaub's ja nicht. Sie reparieren einen Generator. Ja, ich krieg's mit. Ich glaube, da unten platziere ich tatsächlich mich. Was liegt diesmal an? Eine neue Mission? Ja, ja, neue Mission. Du schützt diesen Bereich und hoffentlich effektiv. Hoffentlich effektiv. So, Raketenwerfer. Sehr gut. Und jetzt wartest du kurz da. Oh Mann. Ja, löscht sie, nachdem ihr sie in Brand gesetzt habt. Niemand ist unbesiegbar. Mensch, jetzt müssen wir aber langsam zu Potte kommen. Ich mache nicht wirklich Fortschritt gerade. So. Ja, ja. Shit, mein einer Mech, den ich losgeschickt habe, ist schon halb am Arsch, denke ich mal. Ja! Kämpf doch! Das sind mir zu viele. Wir können los! Eine unserer Einheiten hat den Veteranenrang erreicht. Russische Kampfwerfer hier! So, ihr macht Zubaufeile.
Wir zerstören hier wieder die Stromversorgung. Sollte wieder funktionieren. Ist es wichtig? Eine Veteraneneinheit ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Komm schon. Komm schon, Masse kaputt. Na also, das ist doch schon mal gut platziert, würde ich sagen. Gott, das nenne ich Pech. Komm schon. Niemand soll in der Schusslinie sein. Sehr schön. Nein, mein Trupp wird angegriffen. Schauen. Rückt auf, helft! Helft euch! Sehr gut. Komm schon, Raketenwerfer auf sie. Auf sie mit Gebrüll! Komm schon! Na also. So, jetzt Richtung Tor. Ein Generator. Ja, ich hab's mitbekommen. Komm schon, den dürfen sie nicht wiederbekommen. Von wegen einzelner Gegner. Alles voller Gegner. Nein, die haben die Stromversorgung repariert. Kettenblitz. Komm schon. Alter. Komm schon. Gut, weiter so. Das Tor geht bald nach. Gut so. Zerstör das Tor, mach das mal. Alter. Ja. Ja. Das hat geklappt. Los, los. Hui. Das war ein Krampf oder ein Kampf. Hey, Sieg! Wunderbar. Damit haben wir uns jetzt die letzte Videosequenz verdient. Ist das nicht schön? Her damit. Ja, ja, leck mich. Nicht mal eine Medaille, glaub, erreicht. Ha. So. Ja, ja, Porträtrahmen, Videosequenz. Jetzt zählt's. Hier hat er die Automaschinen erschaffen. Schön für ihn. Was ist da los? Starke feindliche Verbände nähern sich vom Norden, Kolonel. Zart! Haltet den Eingang, und zwar mit allen Mitteln. Und ihr, sucht ihn. Durchkämmt das Gelände und bringt mir Nikola Tesla. Los, los, los! Was für ein Tyrann. Schalten wir ihn jetzt aus? Das wäre cool. Anscheinend noch nicht. Das ist das Haus? Zack, Toschne, das muss es sein. Es ist das Letzte. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mein Eigentum nicht noch mehr beschädigen würden. Wir beschlagnahmen hiermit alle Dokumente, Werkzeuge, Maschinen und andere relevante Objekte. Sie werden nur nicht viele Dokumente finden. Es ist alles hier drin. In deinem Nacken? Sie werden viele Gelegenheiten haben, ihr Wissen zu teilen. Sie genießen nämlich ab jetzt die Gastfreundschaft von Mutter Rusviet. Mutter Rusviet? Oder Fenris? Können Sie mich herausholen? Ostavich, hier reden die Erwachsenen. Können Sie? Ja, sicher. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als ein Feind, ein Verräter. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Nein! Du wirst noch länger warten, Kleiner. Stellt die Bude auf den Kopf. Bringt mir alles. Ach komm! Hätte ich ihn doch erst umgebracht. Aus. Sie haben verloren. Heute haben alle verloren. Was ist hier los? Was haben Sie getan? Kolonel Zubov, nehmen Sie bitte die Waffe runter. Was zur Hölle machen Sie hier, Gunther?
Dasselbe wie immer. Ihnen in den Arsch treten. Sehr schön. Glaubt, das war der deutsche Kaiser. Ach, da lernt man seine Hintergrundgeschichte. Das ist dann der Anfang von der Sechseni-Kampagne. Das können wir uns natürlich auch noch ansehen. Oh, so ein süßes Wolfsbaby. Ah, jetzt hat er die ganzen Vögel verscheucht. Oder ist das mein Hund? Also das sind definitiv Hunde. Das davor war, glaube ich, ein Wolf. Ah, ich habe den Vogel erwischt. Und den ganzen Baum gleich mit. Da ist dann nicht mehr viel Fleisch dran. Jetzt brennt alles. Sind wir jetzt zufrieden? Ja, erstmal einen Schluck hier bleifreies trinken. Das erhält die Laune. Ja, das sieht jetzt nicht gut aus. Wieso ist der Fluss auf einmal so rot? Fantastisch, nicht wahr? Was? Das alles hier. Der größte Militäreinsatz seit Napoleons Feldzug gegen Russwirt. Er hat verloren. Wollen Sie den Krieg Ihres Vaters verlieren? Napoleon hatte aber keine Mechs. Und er hatte nicht den besten Feldherrn seit Hannibal an seiner Seite. Ja, wird Schmeichelei heutzutage an der Akademie gelehrt? Ich will, dass Sie im Feld draußen vorsichtig sind. Kugeln ist es egal, wen Sie treffen. Ha, eigentlich gehören Sie in einem Bunker weit hinter der Front. Wo bliebe da der Spaß? Victoria möchte, dass wir zurückholen, was uns gehört. Was meine Vorfahren im Westen geschafft haben. Was ist denn das für ein komischer Typ? Ich schätze, da werden die Polanier und die Roswitz auch ein Wörtchen mitreden wollen. Also los! Noch 10 Minuten bis Operation Sonnenaufgang. Oh! Das wird dann hoffentlich die... Ja, das ist ja der Höhepunkt der dreiteiligen Kampagne. Es gibt ja noch DLC-Kampagnen. Ist egal, wir sehen uns das auf jeden Fall noch an und danach weiß ich nicht, ob ich weitermache, aber die dritte Kampagne mache ich noch. So, und jetzt würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.